In diesem Video sprechen wir über die drei besten Blockchain-Aktien der Welt. Und obwohl ich bekennender Investor des Bitcoins bin, und das möchte ich euch kurz zeigen, ich habe selbst 1,66 Bitcoins aktuell und möchte ich nicht über Bitcoin oder Ethereum oder andere Kryptowährungen sprechen. Das ist quasi das Investment. Heute sprechen wir über das Investment hinter dem Investment. Und du kennst dieses alte Sprichwort, wenn Leute nach Gold suchen, sei nicht derjenige, der auch nach Gold gräbt, sondern sei derjenige, der den Leuten die Schaufeln verkauft. Und daher habe ich heute drei Top-Unternehmen herausgesucht, die wirklich interessant sind, um dieses ganze Hype-Thema Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain völlig an sich zu reißen und davon zu profitieren. Ich nehme dich dazu mit auf meinen Bildschirm. Unternehmen Nummer 1, das ich dir zeigen möchte, ist die Square-Aktie aus den USA. Square ist an sich ein eher junges Unternehmen und eigentlich aus dem Bezahlprozesssektor, ähnlich wie es Mastercard ist, ähnlich wie es Visa Card ist. Und Square hat hier eigene Terminals entwickelt, hat kontaktloses Bezahlen viel einfacher gemacht und auch das Zahlen an den Point of Sales, also in den Läden, hat das Ganze viel einfacher gemacht. Warum aber ist das quasi das Unternehmen oder das Investment hinter den Investment, wenn wir von Blockchain-Unternehmen sprechen? Und das ist ganz klar hier. Im Oktober 2020 hat das Unternehmen Square bekannt gegeben, 50 Millionen in Bitcoin investiert zu haben. Zum jetzigen Stand hat sich das Investment mehr oder weniger verfünffacht. Und Square ist an sich schon ein sehr, sehr profitables Unternehmen, ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, und haben aber aktuell ein Verkaufssignal laut den Indikatoren der Investorenausbildung. Nur ganz kurz, wir haben eben also ab dem heutigen Zeitpunkt von 267 US-Dollar oder 268 US-Dollar haben wir ein Verkaufssignal, und das, obwohl die Earnings heute am 23. Februar bekannt gegeben werden. Ja, es wird also auch ein positives Ergebnis erwartet. Aber, und das möchte ich auch ganz klar sagen, all die Unternehmen, die ich dir heute hier vorstelle, sind stark abhängig, auch nicht nur von ihren operativen Geschäftsmodellen, wie bei Square jetzt die Bezahldienstleistungen und die Volumen, die über diese Plattformen abgewickelt werden, sondern auch ein Stück weit von den Bitcoin-Kursen. Und Bitcoin hat jetzt aktuell einen ziemlichen Drawdown. Also sie waren jetzt kann ich dir mal ganz kurz zeigen, der Bitcoin-Kurs lag im Hoch bei etwa 56, 57, 58.000 US-Dollar. Heute fällt Bitcoin um 12%. Das ist ein ziemlicher Rückschlag. Wir sind jetzt hier bei 47.000 US-Dollar. Und mit Sicherheit ist das hier eine Chance, beziehungsweise ja, wer langfristig in den Bitcoin investiert sein möchte, kann hier jetzt sich an die Seitenlinie stellen, noch den Abverkauf gar warten und dann bei den nächsten Einstiegssignalen einsteigen. Nur ganz kurz, wir sind auch in der Lage, die Kaufsignale auf Bitcoin anzuwenden, und wir sind investiert seit etwa 32, 33, 34.000 US-Dollar. Jetzt haben wir eben ein Verkaufssignal, aber dieser große Anstieg, den haben wir komplett mitgenommen. Was steckt auch dahinter? Warum ist Bitcoin jetzt so stark gestiegen? Und dazu möchte ich dir diesen Chart zeigen. Da zoome ich nochmal kurz rein. Und zwar geht es um die Theorie des Bitcoin-Halvings. Es geht eben darum, dass alle paar Jahre der Bitcoin eine Veränderung hat, und es werden weniger Bitcoins pro 10 Minuten generiert. Also du kannst ja, um in Bitcoins zu investieren, drei Dinge tun. Du kannst erstens Bitcoins
Minen, also das Mining. Also das ist, kannst du dir vorstellen, wie wenn du wie damals in der Goldgräberzeit dich hingestellt hast, in die Flüsse in Colorado oder wie das heißt, Colorado, und hast versucht, eben Gold zu schaufeln und zu sieben. Oder aber du bist derjenige, der die Schaufeln verkauft. Das geht unter anderem durch Square und noch weitere Unternehmen, die ich dir zeigen möchte. Aber wie gesagt, dieses Bitcoin-Halving hat jetzt zuletzt im Mai 2020 stattgefunden. Und immer ein Jahr später, also wie du es hier jetzt auch siehst, im Jahr 2014 oder auch im Jahr 2018, hat es neue Höchststände gegeben. Das bedeutet, wir gehen jetzt davon aus, dass wir jetzt im Januar, Februar, also im Februar und März, nochmal ein Stück weit Konsolidierung oder Rückschläge sehen, wie du es hier jetzt auch siehst, bei Bitcoin. Aber wir werden neue Höchststände sehen. Ich gehe davon aus, dass wir auf irgendwas zwischen 60, 70, und da muss ich jetzt die Skalierung nochmal kleiner machen, 80, 90 oder 100.000 US-Dollar im Bitcoin sehen werden. Wir können das Ganze nicht voraussagen, aber das ist das, was bisher immer auch schon passiert ist. Und langfristig gehe ich davon aus, dass Bitcoin ein oder digitale Bezahlprozesse, sagen wir mal so viel, definitiv eine Art und Weise der Bezahlmethoden sein wird, die uns begleiten wird. Genauso wie ja wir den Euro haben oder früher die D-Mark oder den US-Dollar. Genauso werden wir auch in Zukunft mit Bitcoins bezahlen. Aus dem Grund kann es sehr, sehr viel Sinn machen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das nächste Unternehmen, das ich dir allerdings vorstellen möchte, das in dieses Thema genauso mit einzahlt, ist Nvidia. Warum Nvidia? Nvidia ist eigentlich bekannt für seine Gaming-Artikel, die es eben herstellt, um diese tollen Spiele zu spielen. Ich selbst tue auch relativ gern zocken, muss ich zugeben. Und dazu für neueste Spiele brauchst du die beste Hardware, weil ansonsten die Spiele ruckeln oder einfach nicht gut ausschauen. Und diese Hardware wird von Nvidia hergestellt. Aber, und das wird oftmals einfach auch unter den Teppich gekehrt, dieser Fakt ist, dass für das Mining des Bitcoins oder für das Mining von digitalen Kryptowährungen, also das sind große Rechenprozesse, brauchst du auch große Rechenkapazitäten. Und da ist unter anderem Nvidia ein Unternehmen, das diese Rechenprozesse oder Prozessoren herstellt und vermarktet. Also unter den Minern ist definitiv Nvidia ein Unternehmen, das tolle Produkte herstellt, um diese Bitcoins, um diese digitalen Kryptowährungen herzustellen. Und das Tolle eben ist auch, wenn du in Nvidia investierst, investierst du nicht nur in die Schaufeln des Bitcoins sozusagen, sondern auch in das digitale Fahren, also das autonome Fahren. Also sie bauen die Prozessoren, die quasi diese ganzen Sensoren im Auto miteinander sprechen lassen. Achtung, jetzt bremsen, Achtung, jetzt beschleunigen und so weiter. All das muss durch Prozessortechniken hergestellt werden. Und da ist Nvidia ein großer Hersteller davon. Und natürlich, das möchte ich auch nicht vergessen, die ganz große Gaming-Branche, die aus meiner Sicht gekommen ist, um zu bleiben. Ja, natürlich werden wir weiterhin Brettspiele und andere Themen haben. Aber wir werden dieses Gaming, das ist, steht immer noch ganz am Anfang. Wir haben heute ganze Bundesliga-Vereine, die sich die Spiele ausfechten online, also Fußballspiele im Computer oder auf Xbox oder PlayStation, ist egal, um gegeneinander anzutreten. Also wirklich, wirklich interessant. Deswegen Nvidia also nicht nur ein reines Gaming-Unternehmen, auch ein Unternehmen, das in diese digitalen Prozesse beim Auto einzahlt und aber auch in diese Prozessortechnologien bei den digitalen Kryptowährungen. Und lasst uns auch hier nochmal ganz kurz auf den Chart schauen, denn wir haben jetzt ein Verkaufssignal. Also ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht in die Aktie investieren. Wir gehen jetzt also davon aus, dass die Aktie in den nächsten Tagen tendenziell seitwärts bis hin zu leicht fallend agieren wird. Unser Problem ist, wir können nicht voraussagen, ob die Aktie von jetzt 574 US-Dollar
auf 500 oder 400 fällt. All das können wir nicht sagen, aber tendenziell wird es jetzt nicht mehr weiter steigen und auch eher tendenziell fallen. Was als nächstes passiert ist, wir werden hier die Quartalsergebnisse sehen, die sich gut entwickeln sollten, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass wir in den nächsten Tagen oder jetzt dann vielleicht im Februar die Nvidia-Aktie bei über 650 US-Dollar sehen. Und wenn du wissen möchtest, wie du diese Signale für dich auch anwenden kannst, wie du Aktien teuer verkaufst, weil das Problem ist ja, manche kaufen jetzt, aber wir sagen ganz klar, stopp, geh da jetzt nicht rein, warte, bis dieser Abverkauf gestartet ist und durchgefahren ist sozusagen und kaufe danach günstiger wieder ein. Und da werden wir natürlich unsere Kunden auch wieder benachrichtigen, wann das soweit ist. Und wenn du wissen möchtest, wie du das für dich anwenden kannst, dann buch bitte ein kostenloses Strategiegespräch. Entweder ich oder mein Kollege der Stefan werden dann mit dir über diese Themen sprechen und wie du das vor allen Dingen für dich anwenden kannst. Nächstes Unternehmen, das ich dir vorstellen möchte, ist ein weiteres Unternehmen aus den USA. Aber bevor ich das tue, möchte ich nochmal einen weiteren Punkt unterstreichen, warum diese digitalen Währungskonzepte gekommen sind, um zu bleiben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin ja so ein stockbiederer ehemaliger Banker und habe lange Zeit auch nicht dran glauben können oder wollen vielmehr, einfach weil wir das auch, ich habe damals die Banklehre gemacht im Jahr 2005, 2006 und so weiter, also kurz vor der großen Finanzkrise. Und diese digitalen Währungskonzepte sind per se eigentlich der Feind des bisherigen Bankings, so wie du und ich das ganz normal kennen. Denn du kannst große Mengen an Geld in kurzer Zeit an andere Menschen, an andere Orte überweisen, ohne diese großen Institute zu benötigen. Und da ist es natürlich so, dass sich diese alte Industrie rund um Janet Yellen und auch andere Notenbanker, die wehrt sich gegen dieses Thema. Aber große Unternehmen, und das ist momentan eines der größten Unternehmen der Welt, Tesla, haben große Investments gemacht. Also neben Square hat auch Tesla 1 Milliarde Gewinn gemacht mit dem Investment in Bitcoins. So schreibt es zumindest der Nachrichtensender CNBC. Deswegen, es kann wirklich Sinn machen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen möchte ich dir auch das dritte Unternehmen vorstellen, welches wirklich interessant ist. Und das ist nämlich das Unternehmen Silvergate Capital. Warum Silvergate Capital? Es ist ehemals eine alte Bank. Also dieses ist also ein Bankunternehmen, das es schon seit längerer Zeit gibt. Aber es war eines der ersten Unternehmen, die sich mit dem Thema Schaufeln verkaufen an die digitalen Währungskonzepte und hat Plattformen gebaut, hat digitale Märkte geschaffen, hat Börsen geschaffen, Börsen für diese digitalen Währungen, beispielsweise Coinbase, beispielsweise Bitstamp. Und ich darf auch noch mal kurz zurückerinnern, bei Bitstamp, jawohl, ich muss mein Passwort ändern, habe ich auch meine Bitcoins liegen, zumindest einen Teil davon. Und was sie auch haben, ist Binance. Binance ist aus meiner Sicht eine der größten Börsen hinsichtlich der digitalen Kryptowährungen. Und die sind diejenigen, die als erstes in den Markt eingetreten sind. Und wenn du da als erstes dich etabliert hast und große Marktplätze geschaffen hast, hast du auch einen Vertrauensvorschuss. Ich kann da auch noch eine ganz kurze Geschichte von mir erzählen. Wir hatten jetzt eben versucht, in dem Dip im Januar 2021 nochmal größere Mengen Bitcoins zu kaufen und hatte meiner Frau gesagt, okay, Dalia, bitte überweist doch nochmal Geld an diese Börse hin. Und mein Fehler war, dass dieses Konto aktuell bei Bitstamp auf den Namen Florian Günther lautet. Und habe eben der Dalia gesagt, sie soll dann das Geld hinüberweisen. Und das Geld kam aber dann nicht von Florian Günther, sondern kam von Dalia Günther. Und das Geld wurde zurückgewiesen. Es wurde nicht angenommen. Das bedeutet, sie achten da also wirklich auf Qualität. Sie achten auf Geldwäschegesetze. Es ist keine 0815-Bank. Es ist also auch kein Scam-Modell oder solche Sachen, sondern da herrscht wirklich Kontrolle, Prozesse und Sicherheit. Und deswegen kann ich wirklich nur auch sagen, dieses Silvergate Capital ist definitiv einen Blick wert. Wir schauen mal, was die Indikatoren der Investorenausbildung zeigen.
Und obwohl wir bei Bitcoin schon fast ein Verkaufssignal haben, haben wir es bei Silvergate auch noch nicht zu 100%. Könnte aber in den nächsten Tagen passieren. Und du siehst hier auch schon die Ähnlichkeit mit dem Verlauf des Bitcoins. Nochmal ganz kurz zurück. Das hier ist der Verlauf des Bitcoins, also die reine US-Dollar-Währung, also Bitcoin im Verhältnis zu US-Dollar. Und das ist hier der Chart zu Silvergate Capital. Natürlich ist es klar, wenn hier mehr und mehr auf Bitstamp, auf Binance und so weiter Umsatz gemacht wird, dann verdient Silvergate mehr und mehr Geld. Die Quartalsergebnisse im Januar 2021 wurden um 20% outperformed und auch die nächsten Prognosen für das nächste Quartal sehen einen fast verdoppelten Gewinn voraus. Ja, also natürlich kann da jetzt noch einiges passieren, auch in Abhängigkeit davon, wie sich jetzt eben diese Bitcoin oder andere Kryptowährungen verhalten. Und im Übrigen, das möchte ich auch noch ganz kurz dazu sagen, es muss nicht unbedingt heißen, dass Bitcoin durch die Decke geht, um die Gewinne von Silvergate Capital zu erhöhen, sondern es geht vielmehr um die Schwankungsintensität. Steigt der Bitcoin stark, fällt er wieder stark und so weiter. Macht er das die ganze Zeit, denn dann wird viel gehandelt auf diesen Plattformen und viel Handel bedeutet auch viel Provisionen, viel Kurtage und so weiter. Und aus diesem Grund glaube ich, dass dieses Geschäftsmodell auch gekommen ist, um zu bleiben. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir drei interessante Unternehmen mitgeben konnte. Wenn du jetzt also nicht unbedingt in Bitcoin oder anderes direkt investieren möchtest, es gibt auch Möglichkeiten, darüber hinaus zu investieren. Drei Stück habe ich genannt. Und wie gesagt, jetzt bitte noch warten, noch nicht einsteigen, sondern eher bis zum nächsten Kaufsignal warten. Wenn du wissen möchtest, wann es genau ist, bitte bei uns telefonisch melden. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg bei deinen Investments. Bis zum nächsten Video. Ciao.